Zwischendurch wird es auch einmal heiß. Hier vorne ist ein bisschen was aufgebaut worden. Bin schwer gespannt, was wir jetzt hier gleich zu sehen bekommen. Ich übergebe das Mikrofon und die Aufmerksamkeit an Jens Übach von Gutex. Bitte schön. Ja, vielen. Ich höre mich wieder. Ah ja. Ja, vielen Dank. Lässt du direkt an, ja? Gut. Ja, jetzt haben wir viel gehört über Luftdichtigkeit und über Sinn und Zweck und die Notwendigkeit, hier akkurat zu arbeiten. Und damit wir dauerhaft Spaß an unserem Gewerk haben, am Dach haben, kann ich auch nur noch mal eindringlichst darauf hinweisen, wie wichtig und notwendig der Punkt ist, auch für uns als nachfolgendes Gewerk. Bevor ich in die Thematik einsteige über unsere Materialien, die eben jetzt im zweiten Gang zum Einsatz kommen, möchte ich natürlich die Gelegenheit kurz nutzen, um unser Unternehmen kurz vorzustellen. Jetzt wäre es schön, wenn ich auf der Leinwand erscheinen würde. Ah ja, da sind wir. Gut, hier sehen wir als erstes mal zwei Zahlen, die haben wir ein bisschen fett herausgehoben. Das sind die Zahlen, die mir jetzt in dem Moment erstmal wichtig sind. Zum einen, um zu zeigen, dass Gutex als Familienbetrieb, als inhabergeführtes Familienbetrieb seit 1920 existiert. Begonnen hat man damals mit Papierschliff, dem Rohmaterial für die Papierproduktion, als auch mit der Erzeugung von Strom. Das Werk ist an einem Fluss und dort wurde damals Strom für die eigene Produktion als auch für die Gemeinde erzeugt. Seit 1932 beschäftigt sich die Firma Gutex bereits mit der Produktion von Holzfaserdämmstoffen. Als erstes in Europa und dementsprechend haben wir hier eine sehr, sehr lange Erfahrung. Der Firmensitz ist nach wie vor in Gutenberg im Südschwarzwald. Dort ist das Unternehmen gewachsen und hier oben sieht man sehr schön, wie die Entwicklung in dem Unternehmen stattgefunden hat. Zwei Dinge damit: Wir sind ein Familienbetrieb, hier sind Menschen, hier ist kein Konzern, hier ist keine Konzernstruktur im Hintergrund, sondern hier wird noch auf kurzen Wegen entschieden und wir wollen auch mit unseren Marktpartnern auf Augenhöhe kommunizieren und mit unseren Marktpartnern auf Augenhöhe Lösungen erarbeiten. Genau, und wer heute herkommt und sagt, Holzfaser, das neumodige Zeug, mit einer Erfahrung von über 80 Jahren in dem Segment, kann man da nicht mehr von neumodigem Zeug sprechen. Mittlerweile beschäftigt die Firma Gutex 198 Mitarbeiter. Wir sind ein Ausbildungsbetrieb. Wir legen größten Wert darauf, auch das zu bleiben. Familienbetrieb, Inhaber geführt und eben auch Ausbildungsbetrieb. Im Jahr benötigen wir ca. 100.000 Tonnen Holz, welches aus dem Schwarzwald kommt, fichte Tannenholz in der Regel, nicht in der Regel ausnahmslos, in der Regel 60 bis 80 Kilometer im Umkreis, auch hier wieder von der Ökologie her keine weiten Wege, weil das Holz wächst quasi bei uns vor der Tür. Gut, hier sieht man sehr schön, wir können quasi von der Dämmung über dem Estrich bzw. der Bodenplatte über die Wanddämmung, über die Gefachdämmung, Wärmedämmverbundsystem und letzten Endes bis hin aufs Dach und hier ins Gefach. Und genau darüber wollen wir uns heute unterhalten. Zum einen über unsere Unterdeckplatten, Multiplex Top und Ultratherm. Ich schmeiß die Begrifflichkeit jetzt das erste Mal in den Raum. Wir sind UDPA zugelassen, das heißt, wir haben Unterdeckplatten der Kategorie A. Was das genau bedeutet und warum das so ist, erzähle ich nachher nochmal. Es ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, darauf sind wir stolz, wir sind einer der wenigen, viele haben es nicht, wird zwar auch nicht dann drüber geredet, aber es ist einfach wichtig, es zu beachten, wenn man eben im Schadenfall auf der sicheren Seite sein will. Im zweiten gucken wir uns die Gefachdämmung an, die Möglichkeiten, die wir haben, einzubringen, zum einen die Thermofiber als Einblasdämmstoff und die Thermoflex als flexibler Dämmstoff für die Gefachdämmung. Gut, die vier Themen sind die Themen, die uns im Dämmstoffbereich letzten Endes interessieren und die für uns notwendig und wichtig sind. Den Kälteschutz, ich fange mit dem zweiten an, den Kälteschutz, den kennen wir schon lange. Das ist das Thema, wieso die Anforderungen an die Dämmstoffe immer mehr gewachsen sind in den Jahren und Jahrzehnten. Immer dickere Wände, immer dickere Aufbauten, weil einfach die Energie eingespart werden soll. Das kennen wir.
Was in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat, sind die Themen Hitzeschutz, sommerlicher Hitzeschutz, als auch Lärmschutz. Neu ist das Thema Klimaschutz. Beschäftigen wir uns zuerst aber mit den beiden erstgenannten, beziehungsweise mit dem ersten und dem dritten Punkt in dem Fall. Thema Hitzeschutz. Wie bringe ich es einem Bauherrn bei, wie wichtig Hitzeschutz ist, beziehungsweise was Hitzeschutz ist? Wie wichtig Hitzeschutz ist, mache ich es mir immer ganz einfach. Jetzt sind wir zwar in der Sanierung. Im Neubaubereich haben wir heute einen Dachaufbau, ich mache es mal bildlich, 24 cm Mineralwolle. Hier außen kommt Wärme an, hier unten kommt Wärme raus, 6 Stunden später. Wenn ich heute einen Holzfaserdämmstoff aufbringe, einen voll ökologischen Aufbau aufbringe, kommt hier oben Wärme an und hier unten kommt Wärme 10 bis 12 Stunden später raus. Ich habe die Phasenverschiebung, ich habe den Hitzeschutz, ich habe ein lange Wohlfühlklima unterm Dach und kann abends schon wieder lüften, bevor es überhaupt richtig heiß wird. Zum Thema Hitzeschutz im Weiteren, was ich dem Kunden sehr schön zeigen kann, ich mache das jetzt mal in einem kleinen Experiment. Feuermelder sind hoffentlich weit genug oben, dass wir nicht anfangen zu brennen bzw. zu beregnen. Ich kann das beim Kunden ganz genauso einfach mit einem Feuerzeug im Wohnzimmer machen. Jetzt könnte man ja denken, ups, das wird jetzt verdammt heiß. Jetzt warte ich noch den Moment, bis der Kollege die Kamera scharf geschaltet hat. Ich sehe nichts. Ich sehe immer noch nichts. Also, wir sehen, es fängt an zu glimmen. Sobald ich die Flamme wegnehme, ist die Flamme auch weg. Es hört auf. Dieses Argument oder die Angst, Holzfaser brennt, kann man so natürlich auch sehr schön vernichten. Ich mache mal schnell hier aus, bevor es tatsächlich noch anfängt zu regnen. Also wir haben 2 Dinge gesehen. Zum einen, ich kann locker den Dämmstoff in der Hand halten und zum anderen, er brennt nicht. Also Holzfaser brennt nicht und damit auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gut, dann kommen wir zum Thema Lärmschutz. Wie verkaufe ich Lärmschutz? Ich kann schlecht sagen, du kriegst jetzt 1 Kilo Lärmschutz. Auch dafür haben wir mal einen Test vorbereitet. Ich mache jetzt ein bisschen Musik und wir haben hier 3 verschiedene Modelle. Einmal ein Schaum, dann eine Steinwolle. Quatsch, ein... wer sagt's? Was habe ich hier? Bitte? Steinwolle, nee, bleib bei Steinwolle. 60 Kilopascal Platte, also nichts Leichtes, auch schon was Massives, also das alles der Richtigkeit halber und dann unsere Holzfasern. Jetzt hören wir uns mal an, die Unterschiede, wie es letzten Endes dann rüber bzw. rauskommt. Hören Sie das? Ja? Also das ist bei einem Pier- oder Purdämmstoff wenig. Schon besser. Und jetzt die Holzfaser. Also da merkt man schon den Unterschied, dass der Schall besser aufgenommen wird. Auch das kann man natürlich beim Kunden relativ einfach zeigen, beziehungsweise wir haben auch Schallschutzmodelle oder Schallschutzkasten, wo man das sehr schön vorführen kann. Der 4. Punkt, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, der Punkt Klimaschutz. Also Hitzeschutz wird immer präsenter, Kälteschutz geht uns alle an, Lärmschutz, da wo es drauf ankommt, ich wohne oder beziehungsweise ich bin in der Freizeit Hobby-Camper, ich bin Wohnmobilist, bin sehr gerne an der Mosel unterwegs. Das schöne Moseltal hat den Nachteil, dass die Züge direkt an den Campingplätzen vorbeiknallen und wenn ich in meinem Wohnmobil liege, dann weiß ich, was das heißt, einen vernünftigen Lärmschutz zu haben. Aber sicherlich ist es genau dasselbe, wenn man am Flughafen Nähe oder an Bahnhöfen etc. Wohneigentum hat, da macht Schallschutz natürlich Sinn. Es gibt ja auch im Flughafen Leipzig zum Beispiel große Förderprogramme, wo es auch unterstützt wird. Thema Klimaschutz, aktueller denn je. Auch hier kommen immer mehr Fragen oder Anregungen vom Kunden auf uns zu. Der Klimaschutz ist heute auch ein Entscheidungsfaktor im Tagesgeschäft. Da sollen wir uns auch mit beschäftigen, sollen den annehmen. Aussagen wie, ich will meinen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten oder
Holz. Holzfaser speichert CO2. Holzfaser dämmt und verringert dadurch zusätzlich den CO2-Ausstoß. Klimapaket der Bundesregierung ist nur noch die Frage, wann kommen die CO2-Bepreisungen. Das sind alles Punkte, die kommen immer mehr auf uns zu. Uns spielt im Moment natürlich die Politik alles auch ein bisschen Wind in den Rücken, treibt uns da an. Also da haben wir viele Punkte, über die wir reden möchten, bis hin zum Schluss. Ich möchte meinen Kindern keinen Sondermüll hinterlassen. Wir haben das mal an einem Beispiel uns angeguckt, gehen jetzt mal von einer Dachsanierung aus. Wir haben eine Dachfläche von 160 Quadratmetern mit einer 60 mm Unterdeckplatte. Wir haben eine zu dämmende Fläche im Gefach von 144 Quadratmeter, weil wir 10% den Vollholzteil abziehen. Bei einer Sparrenhöhe von 12 cm kommt also 12 cm Vollsparrendämmung mit Thermoflex zum Einsatz. Hier sparen wir 4.500 Kilo gebundenes CO2 in den Gutex-Produkten ein. Wenn Sie anderweitig diese CO2-Einsparung erreichen wollen, müssten Sie zum Beispiel auf 35.000 Kilometer Autofahren verzichten oder eben Flugreisen mit 22.000 Kilometer. Das nur mal, um ja, zu zeigen, letzten Endes, was wir an CO2 tatsächlich da auch einspart. Gut, kommen wir zum Gefachdämmstoff Thermoflex. Wir haben es eben schon gehört. Der Thomas hat es schon schön gezeigt. Unser Thermoflex ist wie Holzfaser, wie Naturprodukte, wie auch andere Produkte auch ein sorptionsfähiger Dämmstoff. Er ist, kann Wasser aufnehmen, kann Wasser im Gefach verteilen und ihn eben auch wieder abgeben. Mal gucken, ob hier genug Wasser drin war. Also hier, wenn ich jetzt so, passiert nichts, wenn ich das mit einer Mineralwolle mache, dann läuft mir der Sapper hier runter, weil da ist noch genug Feuchtigkeit schon drin. Genau, Holzfaser kann, wie gesagt, bis zu 15% des eigenen Gewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen, puffern und wieder abgeben. Das bedeutet, dass wir bei einer 14 cm Gefachdämmung ca. 1155 Gramm Wasser je Quadratmeter speichern, aufnehmen können. Die DIN sagt dazu, dass maximal 500 Gramm bei Mineralwollen, mineralischen Dämmstoffen oder eben 1000 Gramm, und das ist jetzt eine wichtige Information, bei sorptionsfähigen Dämmstoffen Wassereintritt zulässig ist. 500 bzw. 1000 Gramm. Durch den hohen Strömungswiderstand haben wir das Durchströmen kalter Außenluft vermieden ein Stück weit. Gut, gehen wir zum nächsten Produkt und zur Thermofiber. Die Thermofiber ist klassisch ein Einblasdämmstoff mit vielen Vorteilen zu Gefachdämmstoffen, weil durch die Einblasung schmiegt sich der Dämmstoff an allen Ecken und Kanten im Gefach an. Unterschiedliche, gerade in der Sanierung, unterschiedliche Höhen, Baumkanten, alles wird optimal mit ausgedämmt und damit sind wir fugenfrei und passgenau unterwegs. Unabhängig von der Geometrie des Gefaches, unabhängig vom Verlauf der Sparren, wir brauchen nicht zuschneiden, sind dementsprechend schnell in der Verarbeitung. Wir haben einen Dämmstoff für alle Stärken, auch das spart wieder Logistik und letzten Endes ein kostensparender Einbau in Summe. Wir haben jetzt hier unten eine Zahl angegeben, ich mache es immer lieber in einem anderen Vergleich. Wir sind im eingebauten Zustand vergleichbar mit einer Mineralwolle. Also auch da von der Wirtschaftlichkeit her, dieses Vorurteil, Holzfaser ist immer viel, viel teurer. Auch da muss man genau hingucken, welche Lösungen es gibt. Was die Gefachdämmstoff angeht, sind wir zumindest mit Thermofiber auf dem Weg, da ein hochinteressantes Thema anbieten zu können. Dann kommen wir zu unserer Multiplex Top- oder Ultratherm, die wir auch hier verbaut haben. Auf die genauen Details gehe ich dann gleich in der Praxis noch mal ein bisschen näher drauf ein. Wir haben schon gesagt, zulässig als regensichere Unterdeckung. Wir überdämmen den Sparren an der Stelle. Wir sind 3 Monate frei bewitterbar. Es ist kein zusätzliche Unterdeckbahn und kein zusätzliches Nageldichtband unterhalb der Konterlatte erforderlich. Schutz gegen Hagelschlag bis Hagelschutzklasse 5 haben wir getestet, zeige ich gleich auch noch mal ein bisschen mehr zu. Und wir haben eine erweiterte Garantiehinterlegung beim ZVDH.
Warum? Wie eben schon mal gesagt, wir sind Unterdeckplatte der Kategorie A, eine naht- und perforationssichere Unterdeckplatte, wasserführend, ohne sonstige Zusatzmaßnahmen. Das heißt, wir können hier die Konterlatte aufbringen, Traglatte aufbringen und müssen noch Details berücksichtigen und beachten. Da gehen wir aber gleich dann nochmal drauf ein. Wie gesagt, die Wettbewerbsprodukte muss man mal hinterfragen, inwiefern die das haben. Meines Wissens nach ist es bei weitem nicht bei jeder Platte so gegeben. Der Thema des, ja, bei Kreaton habe ich früher immer gesagt, das Vierziegeleck. Mein Vierziegeleck steht noch hinterm Modell. Jawohl. Da gehe ich aber nachher dann nochmal drauf ein. Hier sieht man einen der alles entscheidenden Teile, Bauteile, wieso wir eben diese Einstufung haben und auch da die Garantiehinterlegung gemacht haben. Wie gesagt, alles Weitere zu den Details später. Der Hagelschutz haben wir testen lassen beim TÜV mit 50 mm dicken Hageldurchmesser, animiert mit Billardkugeln. Jeder kann sich eine Billardkugel vorstellen. Beschuss mit 110 km/h aus 1,10 Meter Entfernung. Also das ist schon gigantisch. Wo ich das erste Mal gehört habe, habe ich echt geschluckt. Also das ist schon Wahnsinn, dass hier in dem Bereich, in der Fläche, nichts oder wenig passiert. Da waren wir uns sehr sicher. Der Gefahrenpunkt ist natürlich immer hier im Stoßbereich. Aber auch da haben wir keine Durchschläge und dementsprechend ab 50 mm Plattendicke haben wir hier ab 60 mm Plattendicke, Entschuldigung, haben wir hier die Hagelschutzklasse 5 und drunter Hagelschutzklasse 4. Genau. Was es bedeutet, natürlich nicht alltäglich. In der Dachpraxistour vor 2 Jahren war noch ein älteres Bild, aber hier sehr aktuell aus dem Juni 2019. Also Hagel, diese wahnsinnigen Wetterkapriolen, die wir mittlerweile in Deutschland haben, kommen halt immer wieder. Hier ist der Rest einer Solaranlage zu sehen, wirklich nur noch ein Rest. In der Fassade, auch da die Flugrichtung vom Hagelkorn, also die Fassade total zerstört. Und hier unser Gewerk, das steile Dach, da steht eine Sanierung an. Stellen wir uns vor, da ist eine Gitternetzfolie drunter von früher, 20 Jahre alt. Was passiert mit dem Hagel, was passiert mit der Feuchtigkeit, die dann eindringt? Dann haben wir einen richtig schönen massiven Bauschaden. Wäre, hätte Fahrradkette, eine Unterdeckplatte drunter gewesen, hätten wir kein Problem an der Stelle gehabt. Das Wasser wäre abgeleitet worden und die Folgeschäden dementsprechend deutlich geringer. Gut, schauen wir uns mal die Beispiele an. Das Thema Sub und Top haben wir uns jetzt ausgeklinkt, weil das hat ProKlima heute Morgen oder eben sehr, sehr ausführlich gezeigt. Und deswegen gehen wir auf die Alternative, die wir eben auch schon in der Theorie gesehen haben und auch in der Dämmung mit der DASA Plano als Dampfbremse gesehen haben. Wir haben hier einen Aufbau, der bauphysikalisch sehr robust und normkonform ist, eben durch die Planverlegung auch dementsprechend kostengünstiger wie die Sub-and-Top-Verlegung und ja, sind vielfach sicher letzten Endes durch den gesamten Aufbau mit Holzfaser, weil Holzfaser eben mit Feuchtigkeit besser umgehen kann wie konventionelle Dämmstoffe. Das ist natürlich nicht Standard, beziehungsweise jetzt könnte man uns ja hinterfragen, bisher habt ihr immer was anderes erzählt, ihr von der Industrie, weil Dampfbremse nach innen und jetzt sagen wir ganz, ganz egal, im Prinzip kann die auch außen liegen, im Gegenteil ist uns sogar fast schon lieber. Dafür müssen natürlich 4 Faktoren auch berücksichtigt werden. Die müssen zwingend eingehalten werden, die müssen berücksichtigt werden und die schauen wir uns jetzt mal an. Bei ProKlima sieht das ein bisschen anders aus. ProKlima muss die Aussage treffen für alle Dämmstoffe, die sie treffen. Wir konzentrieren uns auf unsere Dämmstoffe und auf unsere Holzfaserdämmstoffe und da wissen wir, wovon wir reden. Und dementsprechend der erste Faktor bei ausgebauten Dachgeschossen ist eine dampfbremsende Innenbekleidung vorhanden. In dem Regelfall wissen wir, ist was vorhanden innen drin in der Dachsanierung. Vom Prinzip her haben wir 3 Möglichkeiten. Eine Holzverbretterung, ein Putz mit der Putzträgerplatte oder ein Gipskarton, der tapeziert ist. Das sind im Prinzip die 3 Themen. Schauen wir uns die mal an.
Profilholzschalung 10 bis 12 mm haben wir nach einem Schulnotensystem mal bewertet. Hat von uns die Schulnote 2- bekommen, weil 0,4 Meter SD-Wert, weil der Fugenanteil deutlich geringer ist wie der Vollholzanteil und dementsprechend das funktioniert. Wenn wir uns dagegen die Putzträgerplatte angucken, mit Putz haben wir 0,3 Meter SD-Wert, damit die Schulnote 3. Und was jetzt am schlechtesten abschneidet, hätten wir wahrscheinlich vorher nicht gedacht, weil Gips ist ja eigentlich, denkt man, relativ dicht. Aber ganz im Gegenteil, Gips nimmt auch die Feuchte auf und gibt sie weiter. Und deswegen für uns im Gesamtaufbau betrachtet dann die Schulnote 4. Generell ist zu sagen, dass die vorhandene Innenbekleidung letzten Endes das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion reduziert und vermindert. Gut, dann das zweite, Einbau eines sorptionsfähigen Dämmstoffs mindestens 40 mm. Der sorptionsfähige Dämmstoff nimmt die Feuchte auf, wie eingangs schon mal gesagt, als Zewa-Effekt und kann die Feuchtigkeit wieder weggeben, wieder abgeben. Die Struktur und die Festigkeit des Dämmstoffs bietet einen hohen Strömungswiderstand. Stellen wir uns eine Mineralwolle vor und pusten da rein, dann geht es relativ einfach. Wenn wir hier in Dämmstoff reinpusten, da haben wir schon gegen was anzukämpfen und dementsprechend dauert es und der Durchzug, die Konvektion, die der große Feind letzten Endes vom Dachaufbau ist, wird verhindert. Die kalte Außenluft kühlt den Dämmstoff nicht oder viel langsamer und später aus, weil es eben nicht so durchbläst. Bleibt der Dämmstoff länger warm, mindert das wiederum erheblich den Tauwasseranfall. Der dritte Punkt, der dritte Faktor, das Verlegen und luftdichte Anschließen der diffusionsoffenen, aber luftdichten Bahn. Also ich wiederhole auch das jetzt nochmal gerne. Das absolut Notwendige ist da die akkurate und fachmännische Arbeit. Wenn früher oder mit Standardbahnen gearbeitet wird, wir stellen uns eine Brötchentüte vor, pusten die auf, die fällt in sich zusammen wie ein Sack. Und das wollen wir eben auch vermeiden und deswegen luftdicht, diffusionsoffen. Das ist das, wo wir drauf achten müssen. Auch hier wieder die Wirkung, der Durchzug, die Konvektion wird verhindert. Die Diffusion bleibt jedoch erhalten, die für uns, für den Dachaufbau letztlich aber an der Stelle auch sehr, sehr wichtig ist. Last but not least, der vierte Faktor, Verlegen von mindestens 60 mm Holzfaser über den Sparren. Wir ziehen letzten Endes dem Dach einen Holzfasermantel an. Wir gehen über den Sparren und halten die kühle Außentemperatur vom Sparren weg. Wir haben zusätzlich eine winddichtende Funktion im Aufbau durch unsere Unterdeckplatte. Auch das verhindert wieder das Durchkühlen des Gefachdämmstoffs. Und, wie schon mehrfach gesagt, übernehmen wir die Funktion der regensicheren Unterdeckung mit unserer Unterdeckplatte Kategorie A, Naht- und Perforationsgesichert, laut ZVDH. Warum mindestens 60 mm? Weil wir viel Dämmstoff verkaufen wollen? Nein, natürlich nicht. Vielleicht auch ein bisschen, aber eher hauptsächlich nicht. Der 60 mm Mantel ist warm genug für nahezu 95% der Bauorte in Deutschland. Das ist an den statistischen Klimadaten ermittelt worden und da sind wir zu 95% immer auf der richtigen Seite. Und die 60 mm hält die Sparrenoberkante eben dann warm genug, damit eben dort kein Wasserdampf kondensieren kann. Was passiert, wenn der Holzfasermantel zu dünn ist? Kondensiert Wasserdampf im Winter an der Luftdichtungsbahn und wird zu Eis. Dann haben wir ein Problem, dann wird die Luftdichtungsbahn nämlich zur Dampfsperre, weil Eis ist 100% zu, da geht gar nichts mehr und dementsprechend muss der Holzfasermantel dick genug sein, weil sonst wiederum im Laufe der Zeit, dann kollabiert das gesamte System. Das gilt es natürlich zu vermeiden. Schauen wir uns mal ein paar Aufbauten an. Der Aufbau von innen nach außen an der Stelle
25 mm Putzträgerplatte mit Putz, 120 mm Mineralfaser, die Luftdichtungsbahn und dann die 60 mm Ultratherm. Was dürfen wir an Feuchtigkeit haben? Was passiert jetzt? Rechnerisch haben wir hier keinen Tauwasseranfall. Erlaubt werden nach DIN 4108-3 500 Gramm. Das heißt, 500 Gramm ist ja das Maximale aufgrund des mineralischen Dämmstoffs. Wir haben hier ein Verdunstungspotenzial von 8330 Gramm. Also ein Riesenschutzfaktor, was wir theoretisch abgeben könnten. Wenn wir mit einem komplett sorptionsfähigen Aufbau arbeiten, das heißt im Gefach eine Holzfaser und als Aufdachdämmung, als Unterdeckplatte eine Holzfaser, wieder die 12,5 mm Gipskarton, 120 mm Thermoflex im Gefach, die Luftdichtungsbahn und die Ultratherm. Was passiert jetzt? Der Tauwasseranfall ist tatsächlich mit 126 Gramm da. Erlaubt wären allerdings bei dem Aufbau schon 1000 Gramm, weil die Normung erkannt hat, dass eben Holzfaser bzw. sorptionsfähige Dämmstoffe allgemein, Hanf, Flachs, alle mit Feuchtigkeit einfach besser umgehen können und Feuchtigkeit dementsprechend aufnehmen, verteilen und abgeben kann. Und auch das spiegelt sich dann in der Norm wieder, dass sollte ein Aufbau 1000 Gramm Wasser aufnehmen dürfte. Also auch hier haben wir ein riesengroßes Sicherheitspotenzial vorhanden, wo wir uns eigentlich ja keine großen Gedanken machen brauchen. Aber auch hier haben wir ein Vielfaches an Verdunstungspotenzial mit 6800 Gramm, wo wir also auf der absolut sicheren Seite sind. Was passiert jetzt aber auf der nächsten Baustelle, wo Sie hinkommen? Entschuldigung. Es wird Folgendes passieren: Das, was wir uns heute angeguckt haben, wird nicht sein. Es wird was anderes sein, es wird eine andere Situation sein. Und an der Stelle möchte ich Sie wirklich darauf hinweisen, es gibt keinen Blankoscheck, es gibt keine Standardaussage. Jeder Bau ist anders, jede Reaktion muss wirklich betrachtet werden. Im Zweifel rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns. Entweder kommen die Kollegen aus dem Außendienst zu Ihnen, machen vor Ort eine Beratung. Wie eben auch der Kollege von ProKlima gesagt hat, machen Sie ein Bild, schicken Sie uns in die Anwendungstechnik. Da sitzen Menschen, die warten. Na ja, gut, warten ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die haben auch so genug zu tun. Aber die sind da, wir helfen ihnen gerne, damit wir gemeinsam sichere Aufbauten machen, herstellen können und damit wir gemeinsam auf der sicheren Seite sind. Rufen Sie uns an, die Technik-Hotline ist immer besetzt und macht dann auch eine Bauteilberechnung, so dass wir uns da keine großen Gedanken machen müssen. Schauen wir uns jetzt ein paar Anschlüsse an, auf die wir bei der Dachsanierung achten müssen. Die Traufe. Traufe mit Dachüberstand, ich nehme es vorweg, haben wir hier auch in der Praxis gleich aufgeführt. Ich nehme auch den einen Punkt vorweg, weil er mir persönlich sehr wichtig ist. Zu meiner Zeit, wo ich noch im Handel war, auch das habe ich mal gemacht, kam das relativ neu, dass wir mit Tropfblech arbeiten mussten. Früher gab es das in der Form nicht. Ich habe selbst einen Dachhandwerker in der Kundschaft gehabt, der eben auf das Tropfblech das nicht dahin gemacht hat. Der musste die Traufe komplett abreißen oder einen exorbitanten Preisnachlass einräumen, weil dieses Tropfblech gefehlt hat. Warum? Das Traufblech dient dazu, runterlaufendes Wasser vom Winddruck einfach in die richtige Bahn, nämlich in die Rinne, abzuleiten. Und das Traufblech dient letzten Endes dazu, Flugschnee, was durch Fugen eindringt oder auch durch eine Schadstelle eindringt, damit man einfach sieht, wo das Wasser abläuft, dass man überhaupt erkennt, dass eine Schadstelle da ist. Wenn das nicht sichergestellt wäre, würde das Wasser hier unkontrolliert irgendwo hinlaufen, würde abtropfen, würde ins Holz reinziehen und bis der Schaden überhaupt erkannt wird, würde einfach auch viel zu viel Zeit vergehen. Dann gucken wir uns mal kurz den Ortgang an. Auch hier ist ProKlima eben schon mal drauf eingegangen.
dass wir hier in dem Bereich immer einen Glattstrich brauchen, auch für uns, damit wir hier unten drunter den Übergang von der Dampfbremse in das Material absolut sichergestellt haben. Jetzt gucken wir uns mal ein Objekt an, welches realisiert worden ist voriges Jahr, Berlin. Der absolute Fokus vom Bau her war in dem Fall der Hitzeschutz, der sommerliche Hitzeschutz. Weil er hat sein Ingenieurbüro im Dachgeschoss und das Dachgeschoss mit vielen Gauben. Und dementsprechend im Sommer Temperaturen, in denen man ja kaum arbeiten kann. Und da war es einfach dem Architekt sehr wichtig, dass er für sich, dem Ingenieur, sein eigenes Bauvorhaben eben ohne Klimaanlage im besten Fall auskommt. Und das sah dann so aus. Wir hatten hier mit verschiedenen Vorzeichen zu kämpfen. Zum einen bauen den Bestand. Wir mussten den Dachstuhl so übernehmen. Wir sollten laut Statiker so viel Holz wie möglich lassen, ohne in der Konstruktion was zu verändern. In der Bauhöhe hatten wir weiterhin ein Problem und mussten so tief, so flach wie möglich bleiben. Und von dem her war die Fragestellung, die Herausforderung, wie schaffen wir es hier, einen optimalen Aufbau zu gewährleisten. Wie wir sehen, sind wir hier 5 Grad Dachneigung. Holzfaser ist keine harte Bedachung. Hier müssen wir uns was überlegen. Entweder eine harte Bedachung einführen, indem wir eine Schalung aufbringen, größer werden, dicker werden, um eben den U-Wert zu erreichen. Das war hier alles nicht möglich. Und in so Fällen gehen wir dann auch auf Industriepartner zu, in dem Fall mit der Firma Bauder, und haben hier einen Pur-Dämmstoff aufgebracht, der letzten Endes dem Kälteschutz dient und mit unserer Holzfaser den sommerlichen Hitzeschutz und Schallschutz zu bedienen. Letzten Endes haben wir hier eine Kombination hinbekommen, wo der Bauherr absolut gut zufrieden mit war und richtig glücklich ist. Was wir damit sagen wollen, wir scheuen uns dann auch nicht, Partner ins Boot zu holen und gemeinsam an Lösungen zu suchen. In so einem Fall ist natürlich zu beachten, dass hier Unterdeckbahn, die Dampfbremse, bis oben hier hochgeführt wird, mindestens 50 cm hoch rausgeführt wird, um eben dort den Verlauf auch sicherzustellen. Uns am liebsten wäre natürlich ein Bauteil wie hier gezeigt, komplett Holzfaser. Hier haben wir auch wieder eine flache Dachneigung. Meine Augen sind so schlecht, ich muss so nah da dran gehen. 5 Grad Dachneigung. Ich habe gerade noch gesagt, wir sind keine harte Bedachung, aber es gibt ja Lösungen. Hier hatten wir kein Höhenproblem und die harte Bedachung haben wir dann hier mit der Schalung lösen können. 23 mm Schalung ist dann als harte Bedachung zulässig. Wir haben hier Luftzirkulation und haben hier den Aufbau für uns optimal in komplett als Holzfaser. Die Veldano ist hier dann wieder die 50 cm hochzuführen, hier sieht man es, um eben dort auf der sicheren Seite zu sein. Normal die wasserführende Ebene ist ja 15 cm aus der Variablen rauszuführen. Genau. Gut. So können unterschiedlich die Aufbauten aussehen. Für uns, das hier ist ein Traumbild, weil komplett in Holzfaser, hier können wir viel Dämmstoff verkaufen, da freuen wir uns, davon leben wir letzten Endes. Jetzt haben wir tatsächlich in Deutschland die Situation, dass bei weitem noch nicht jeder oder in jeder Region jedem bekannt ist, dass die Holzfaserplatte auch überhaupt als Unterdeckplatte zugelassen ist, erlaubt ist. Und da haben wir hier die DIN 68800, die ganz klar ausschreibt, Holzfaserdämmplatten sind zulässig und Holzfaserplatten nach beliebiger Dippe einzubauen. Also das, wenn da jemand sagt, das ist für mich kein Dachnet, weil eben keine Bahn drauf liegt auf der Dämmung, dann kann man hier drauf verweisen und dann sind wir da auf der absolut sicheren Seite. Fassen wir zusammen. Holzfaserdämmaufbauten können je Dachaufbau ein Vielfaches an Feuchtigkeit aufnehmen, als die Norm es erlaubt. Das macht holzfaserbestückte Bauteile zum einen bauphysikalisch robust und wohngesund. Das ist wichtig für den Nutzer, für den Endgebraucher,
für den Endkunden am Ende der Kette. Es ist fehlerverzeihend. Fehlerverzeihend ist wichtig für den Planer, für den Handwerker, hauptsächlich für den Handwerker, weil eben 15% des Eigengewichtes die Holzfaser an Feuchtigkeit aufnehmen kann. Und weil wir heute Morgen sehr eindrucksvoll gehört haben, dass kleine Leckagen große Wirkungen haben kann. Planungssicherheit für den Planer und für den Energieberater. Und letzten Endes für alle Beteiligten ein Aufbau, der zuverlässig und langlebig ist. In dem Sinne würde ich an der Stelle die Theorie verlassen wollen und einfach sagen, bleiben Sie gesund und bauschadenfrei. Gehe aber nahtlos, dafür ziehe ich mir jetzt aber die Jacke aus, weil mir wird langsam zu warm hier vorne, gehe dann nahtlos in die Praxis über und bräuchte